Willkommen zum G Suite Tutorial Textfelder in Google Docs. Textfelder verwendet man, wenn man Text außerhalb des normalen Zeilen- und Spaltenrasters individuell auf einer Seite platzieren will. Ein häufiger Anwendungsfall ist zum Beispiel der Briefkopf. Textfelder verstecken sich in Google Docs unter Einfügen und dann Zeichnungen. Hier kann man nun das Symbol für Textfelder anklicken. Nun können wir einfach ein Textfeld mit gedrückter Maustaste aufziehen. Anschließend können wir innerhalb des Rahmens anfangen, Text zu schreiben. Bei einem Briefkopf zum Beispiel der Name Ihres Unternehmens, die Adressdaten und die Kontaktdaten. Diese habe ich mir vorher schon mal kopiert, damit es schneller geht. Die Schrift innerhalb eines Textfeldes lässt sich genauso formatieren wie außerhalb. Ich ziehe mir das Textfeld jetzt auf die Größe, dass kein Text umgebrochen wird und klicke Speichern. Anschließend habe ich das Textfeld auf der Seite. Wenn ich das Textfeld nun anklicke, verhält es sich ähnlich wie ein Bild. Das heißt, ich kann es wie ein Bild zum Beispiel größer und kleiner ziehen und ich habe auch die verschiedenen Optionen, es zu positionieren. Wähle ich Text umfließt Objekt, kann ich das Textfeld wie ein Bild einfach an die Position ziehen, an der ich es haben will. Zum Beispiel hier rechts oben in der Ecke. Textfelder eignen sich aber auch gut, um sie mit Bildern zu kombinieren. Dafür klicke ich wieder Einfügen Zeichnung. Lade jetzt ein Bild hoch. Wenn ich jetzt ein Textfeld erstelle, kann ich quasi auf das Bild schreiben. Ich könnte aber auch die Reihenfolge ändern. Wie eben erwähnt, kann ich auch die Formatierung des Textes anpassen. Dazu klicke ich auf die drei Punkte und kann zum Beispiel anschließend die Schriftfarbe auswechseln. Textfelder bzw. Zeichnungen, die auch Textfelder enthalten können, lassen sich jederzeit bearbeiten. Zum Beispiel kann ich jetzt einfach die Position der Beschriftung des Bildes ändern, wenn ich es zum Beispiel lieber unter statt auf dem Bild haben will. Im nächsten Tutorial schauen wir uns an, was wir noch alles mit Zeichnungen machen können.